Moin Leute, heute geht es um den Kärcher Akku-Nass-Trockensauger WD1. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Wenn du neu bist und dich für Videos rund um die Reinigung und um Hausmeisterdienste interessierst, dann drück doch da mal den Abo-Button und im Idealfall machst du auch gleich die Glocke an, damit du kein Video mehr verpasst. Doch heute geht es um das gute Stück hier. Ich nutze ja sonst eigentlich immer sehr gern den kleinen Freund hier, mein Works Cube. Auch ein Sauger, echt kompakt, aber seien wir ehrlich, der kommt ganz schnell mal an seine Grenzen. Der hat ja hier unten bloß das kleine Schmutzfach und Feuchtigkeit mag er schon gar nicht. Dennoch bin ich mit ihm immer noch absolut zufrieden und verlinke euch das Video mal hier oben und unten in der Beschreibung auch nochmal. Wie gesagt, immer noch Kaufempfehlung für den. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie ihr seht, ist das Ganze doch recht kompakt. Also meine Hand dazu mal, ne? Also zwei Hände groß. Von der Größe her würde ich sagen, das Doppelte von dem hier. Wirkt jetzt ein bisschen größer durch die Schlauchaufhängung hier. Die haben es bei Works doch deutlich besser oder kompakter gelöst, finde ich. Mal sehen, wie lange das so hält. Aber wie gesagt, immer noch so kompakt, dass er nicht wirklich viel Platz im Auto wegnimmt und ich sag mal auch im Pkw ohne Probleme transportiert werden kann. Das Unboxing habe ich mir mal gespart, weil der Lieferumfang ist doch recht überschaubar. Also, natürlich kam das Gerät ohne Akku. Das Gerät gab es mit dem Schlauch. Dazu eine Hypogendüse und noch eine kleine Polsterdüse. Die habe ich jetzt nicht bei. Beides kann man hier hinten, seht ihr das? Nee, seht ihr nicht. So sieht es besser. Beides kann man hier hinten super verstauen. Noch dazu hat das Gerät hier zwei Gummistrapse, sag ich mal, zwei Gummibänder, die dafür dienen, dass man den Schlauch am Gerät festigen kann. So ist das Ganze natürlich super easy mitnehmbar. Ja, was haben wir noch? Einen recht martialisch anwirkenden An-Ausschalter. Und hier natürlich den Schacht für den Akku. Zack. Da geht er auch schon. Gut, machen wir das Gerät mal auf. Das geht hier über zwei seitliche Klappen. Wie ihr seht, gibt es hier einen Papierfilter, also Papierfiltertypen. Die sind nachkaufbar bei Kärcher, 5 Stück für 15 Euro. Naja, einen großen Filter gibt es hier. Der anscheinend auch aus Kunststoff ist, also auch mal Feuchtigkeit haben kann. Kann man natürlich abnehmen. Und wie ihr seht, hat das Ganze hier einen Schwimmer. Das heißt, wenn man Feuchtigkeit saugt, nimmt man natürlich die Papiertüte raus und fängt das Wasser oder den Schmutz hier unten in der Wanne auf. Die kann man dann recht leicht ausspülen, auswaschen. Okay, ich merke gerade, mit Akku steht das Gerät nicht so, also ohne. Ja, kompakt, schnell. Und relativ einfach handbar. Handhabbar. Was kann das Gerät noch? Das Gerät kann nämlich nicht nur saugen, sondern wenn man auf dieser Seite anklemmt, dann kann der auch pusten. Ist vielleicht für die eine oder andere Situation deutlich besser, wenn man das, sage ich mal, erstmal zusammenpustet und dann auch saugt. Aber ich brauche ihn ja zum Saugen. Dementsprechend wieder so rum. Aber kommen wir mal zu den Akkus.
Ich habe hier den 2,5 Ampere Stunden Akku, also das ist der kleine, es gibt auch noch einen 5 Ampere Stunden Akku. Und mit dem soll man laut Karton 10 Minuten am Stück saugen können. Doch, der Akku ist da deutlich optimistischer. Ich zeige euch das mal. Wenn ich das Gerät anmache, dann zeigt er. Also wenn ich das Gerät anmache, dann zeigt er eine Restlaufzeit jetzt mit 94%, waren das 15 Minuten. Wenn der Akku ganz voll ist, dann sind wir, glaube ich, sogar bei 19 Minuten, die der Akku durchhalten möchte. Am Stück habe ich es noch nicht ausgetestet. Aber für das, was ich brauchte über den Tag, hat ein Akku gereicht. Und das Coole ist halt, der Akku zeigt euch auch immer genau, wie lange er, also wie viel Prozent Ladekapazität er hat. Und wenn ihr den anschließt ans Ladegerät, dann zeigt er euch auch, wie lange er lebt. Bei dem 2,5 Stunden Akku dauert das dann doch schon ganze 4 Stunden, bis der voll ist. Da gibt es natürlich andere Systeme, die mit gleicher Akkukapazität deutlich schneller laden. Und wenn ihr das gute Stück gleich deutlich öfter einsetzen wollt, professionell, dann raten die Experten von Kärcher dazu, dass ihr nicht die gelben Akkus nehmt, sondern dass ihr euch die silbernen oder grauen Akkus holt. Die haben nicht nur ein wenig mehr Ladekapazität, die halten auch doppelt so viele Ladezyklen aus. Leider dauert bei denen die Ladung genauso lange, was natürlich schade ist. Aber ich denke, mit einem kleinen und einem großen Akku kommt man da durchaus über den Tag. Kärcher-Akkus sind ja auch nicht gerade günstig. Was gibt es noch zu dem Gerät dazu? Also ich habe entdeckt, es gibt noch ein großes Autoreinigungsset, heißt es bei Kärcher. Da ist eine Fleckendüse, eine lange Fugendüse und zwei Bürstdüsen drin. Die gibt es auch einzeln zu kaufen bei Kärcher. Und ich bin mir relativ sicher, dass auf diesen Griff, nennen wir das mal so, ja, ist ja eigentlich ein Griff, auch die Standard-Kärcher-Lanzen draufpassen. Das heißt, dass man mit dem auch mal einen Teppich oder ähnliches machen kann. Mit einer vernünftigen Saugdüse und nicht jetzt mit der Fugendüse. Das ist das, was ich jetzt auf die Schnelle im Kärcher-Shop entdeckt habe. Bin da aber auch ehrlich gesagt kein Kärcher-Experte. Aber kommen wir zum Fazit. Würde ich das Ding empfehlen. Hier ein klares Ja. Die Saugleistung ist wirklich top. Feuchtigkeit habe ich noch nicht gesaugt, ich habe aber 2-3 Videos gesehen, also der ist da echt wie ein großer, sage ich mal. Hält halt noch nicht so lange durch, ne, durch den Akkubetrieb, aber das ist klar. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man es kauft. Ich finde ihn leicht und kompakt, der ist schnell mal verpackt und auf jeden Fall einfacher zu handhaben, als wenn man jedes Mal sein Staubsauger und Kabel ausrollt. Jetzt mal eine Kleinigkeit wegzusaugen oder. Für den Dauerbetrieb wird er wahrscheinlich nicht konzipiert sein, aber ich gehe fest davon aus, dass Kärcher qualitativ so hochwertig arbeitet, dass man den halt nicht nach der Garantie wegschmeißt, weil er kaputt ist. Für mich ist das Teil ein klares Plus und ich würde ihn mir auf jeden Fall wieder kaufen. Das Video zu dem Kleinen verlinke ich euch gleich nochmal auf der Endcard hier, da braucht ihr nur draufklicken oder halt unten in der Beschreibung. Das soll es für heute schon gewesen sein. Saubere Grüße, euer Nils. Ciao, ciao.